Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Da stehen sie noch alle. Wir sind gestern fertig geworden. Zeitliche Einordnung, wir sind fertig geworden mit MySex. Und dann haben wir in der letzten Folge das Silo zugedeckt. Und heute ist ein Tag nach gestern. Heute ist ein Tag nach MySex fertig werden. Jetzt steht hier noch, DJCB geht noch weg. Den New Holland müssen wir noch waschen, bevor er abgeholt wird. Hier noch der 39. Und nach der Ernte ist vor der Ernte. Und was machen wir nach der Ernte? Aussaat, ganz genau. Erstmal bei ein bisschen kaltem Wetter und dann guck mal, was wir hier haben für ein schönes Baby. Zum einen ein Axia 69 Terra Truck. Schönen guten Morgen. Und zum anderen haben wir hier eine Clayton T6. Und die werden wir uns heute schön mal im Video angucken, Leute. Und jetzt hängen wir erstmal an und dann sehen wir uns gleich weiter. Bis dann. So, da sind wir wieder. Wir haben das Ganze so ein bisschen eingestellt, alles in Ersteinsatz gebracht. Wir sind jetzt hier zwei Bahnen gefahren oder auch drei Bahnen, damit das Ganze vernünftig läuft. Ja, und ich habe jetzt erstmal den Sebastian hier von der Firma Clayton und der erzählt uns erstmal ganz kurz und grob, was wir hier haben und was die Maschine so kann. Wir müssen uns einmal in die Richtung drehen, wegen dem Licht. So. Danke. Ja, moin. Wir haben hier eine Clayton T6 im Doppeltanksystem. Die Drille oder beziehungsweise überhaupt das ganze System funktioniert so, dass wir vorneweg eine Schneidscheibe haben, auf der auch die Drille läuft. Hinten an kommt dann ein Lockerungsschar, das wir zwischen 6 und 15 cm tief einstellen können. An diesem Lockerungsschar können wir auch hier über den Einleger unter Fußdünger packen. Haben jetzt hier 70 Kilo Kieserit. Genau, 70 Kilo Kieserit dabei und arbeiten hier jetzt auf einer Lockerungstiefe von ja, 16, 17 cm. Müssen wir gleich mal messen, wo wir genau sind. Funktion ist folgendermaßen, die Scheibe schneidet hier vor, was an Organik oben liegt. Und dann kommt der Lockerungsschar, der Lockerungszinken und bricht genau dahinter den Boden auf, bis auf diese 17 cm und dann kommt dahinter das Saatschar. So, räumen das mal ein bisschen frei. So, und verräumt hier die Organik nach rechts und links weg, schneidet den Boden auf ungefähr 2-3 cm unter der Sohle ab und platziert die Gerste dann quasi im Schatten des Schars hier. Ja, über diesen Y-Verteiler, den wir hier haben. Das heißt, er legt so ein, im Prinzip zwei Bänder, eins hier und eins auf der anderen Seite des, des Lockerungszinkens. Wir haben hier auch die Möglichkeit zu sagen, wir legen den Dünger hinter das Saatband. Dann käme hier noch eine Halterung hin. Ist jetzt hier nicht verbaut, ist aber zum Beispiel was für Sommergerste oder auch zwei verschiedene Komponenten oder solche Sachen. Die ganze Maschine ist in zwei Reihen aufgeteilt. Das heißt, wir haben hier immer einen Scharabstand von 31 cm. Und dadurch, dass wir eine Scharreihe vorne und eine hinten haben, haben wir einen Durchgang von 62 cm hier. So, bei dieser Variante hier haben wir jetzt die Paddel und Striegel verbaut. Funktioniert so, dass das, was die Schare quasi an Boden nach außen bewegt haben, durch die Paddel wieder zurück auf die Reihe geräumt werden. Der Striegel sortiert dann noch das grobe Material nach oben und ebnet weiter ein. Das Besondere hier an dieser Drille ist jetzt, dass wir unter anderem neben den beiden Haupttanks noch vorne an der Seite einen dritten Tank haben mit 250 Liter für zum Beispiel Schneckenkorn, Mikrogranulat, Beisaaten, je nachdem, was man da machen möchte. Genau, und er sitzt hier vorne an der Seite. Auch für Feinsämereien, ne? Ist ja alles möglich. Hat ein extra Gebläse. Genau. Der ist, je nachdem, was man machen möchte, kann man den entweder mit ins Saatband dosieren oder hinten auf die Paddel oder aber auch als Zusatzstreuer für Schneckenkorn zum Beispiel hinten auf die Reihe. Ganz je nachdem, wie man das haben möchte. Ja, an sich T6, T8 baugleich, außer der Arbeitsbreite. Abgesehen davon ist hier alles gleich. Wir haben einen 5500 Liter Tank. Der ist geteilt im Verhältnis 60-40 mit einer
Klappe unten kann man auch sagen, man nimmt den ganzen Tank zum Beispiel für Weizen dann in einem. Ne? Jo. Ist auf jeden Fall amtlich. Wir haben vorhin zwei Big Bags reingemacht, Gerste und ein Big Bag Dünger. Geht noch einiges mehr. Also man kann den Fahrer schon ein bisschen eine Weile wegschicken, bevor man wieder hin muss. Mittagessen mitgeben. Ja, haben hier jetzt noch eine Serio-Überwachung auf der Saatseite drauf. Eine Rückfahrkamera und zwei Saattankkameras, damit man da auch immer genau auf dem aktuellen Stand ist. Genau, dann habt ihr überall nette LED-Scheinwerfer drauf gemacht. Genau. Damit man Arbeitsspitzen auch wirklich gut wegarbeiten kann. Ja, genau. Kledonier arbeiten länger. Genau. Und ein kleiner wichtiger Punkt, den haben die Jungs mir heute schon dreimal erzählt. Und auf den sind sie mega stolz. Hier wird keine Saatreihe überrollt, die gesät wurde. Das heißt zwar, da vorne wird das Ganze durchgeschnitten mit der Schneidscheibe. Aber hier hinten kommt erst das Lockerungsschar. Und da kommt erst das Saatschar. Das heißt, im Prinzip wird keine Saatreihe richtig überrollt. Genau. Und dann sieht es halt hinterher, wie sieht es hinterher aus? Also wie Stoppelsturz, Leute. Wie Stoppelsturz, so sieht das Ganze aus. Der Boden ist auch sehr lose und nicht rückverfestigt. Ihr sagt selber, ihr empfehlt das Walzen hinterher. Genau. Die Thematik mit keiner Walze in der Maschine liegt so ein bisschen darin begründet, wo die Drille herkommt. Ja, die ist auf schweren, tonigen Böden zu Hause. Wenn man die vielleicht nicht immer unter 100% optimalen Bedingungen anpackt und hat dann eine Walze in der Maschine, haben wir diesen Verklebeeffekt, den man nicht haben will. So, wenn man ein bisschen Luft und Zeit drüber gehen lässt und das angraut und man walzt, dann fallen die Kluten auseinander und wir haben Top-Bedingungen, ohne irgendwo wieder was zu verschmieren. Mhm. Ist ja bei mir jetzt im Endeffekt nicht der Fall, Leute. Also bei mir fällt der Boden relativ gut, aber ich würde trotzdem dazu tendieren zu walzen, weil er ist teilweise wirklich, also hier merkt man da das Lockerungsschar, kann man teilweise richtig reinpieken. Also ich würde es doch anrollen. Man sieht aber auch hier, ja, er fällt jetzt hier echt. Genau, wir haben vorhin mal ein bisschen gekratzt. Man sieht tatsächlich auch hier Zonen, hier zum Beispiel, ist ungelockerter Boden. Da ist der fest. Das springt zwar ein bisschen rüber, ganz feine Erde, aber im Prinzip ist der Bereich ungelockert, beziehungsweise unbearbeitet. Da ist der nächste. Genau, so sieht das im Prinzip aus. Wir haben das da vorne auch schon mal aufgebaut. Da können wir euch das gleich noch mal zeigen. Im Prinzip ist es so, wir haben hier das Lockerungsschar, rechts und links daneben die Gerste. Dann haben wir hier einen unbearbeiteten Bereich und dann haben wir wieder dasselbe. Das ist halt ein Strip-Till-Verfahren. Es ist halt eine Hybridlösung zwischen Bodenbearbeitung, irgendwo No-Till-Bereich. Es ist halt eine Mischung aus allen. So, wir gucken uns das hier vorne noch mal an. Die Jungs haben das schon mega nett und geil für euch vorbereitet. So, ohne Schatten. Genau, hier könnt ihr das im Prinzip sehen. Wir haben hier immer die Bereiche, die ungelockert sind. Also hier haben wir den Bereich, der ist nicht gelockert hier. Und da ist im Prinzip das Schar durchgegangen und hier vorne auch. Und hier seht ihr zum Beispiel auch da das Gerstenkorn, oder? Seht ihr das? Und so sieht im Endeffekt das Saatband da drüber wieder aus. Ne? Über den gelockerten Bereich ist es vorhanden und in der Mitte lassen wir es unbearbeitet. Genau. Und obwohl wir ja eine Lockerung im Wurzelbereich haben, erhalten wir uns trotzdem aber die, wie man das hier schön sehen kann, die Struktur, die der Mais in der Fläche hinterlassen hat. Das heißt also, wenn hier irgendwo eine Verdichtung sein sollte von Abfahrfahrzeugen, nassen Stellen, irgendwas, was vielleicht nicht ganz optimal ist, kommt das Schar, bricht die Stelle wieder auf und schafft im Prinzip für alle Pflanzen hinterher dieselben Ausgangsbedingungen. Und man muss auch sagen, wenn Bodenverdichtungen sind und hier geht ein Schar durch, brechen sie etwas plattenartig. Das heißt, hier drinnen und hier drinnen wird auch ein bisschen die Verdichtung gelöst. Genau. So ist eigentlich der grundsätzliche Gedanke. Aber so an sich sieht das schon sehr geil aus, weil wir wirklich einen Bereich relativ unberührt lassen. Hier zum Beispiel auch, hier ist ja noch die alte Maiswurzel. Das bleibt im Prinzip alles so vorhanden. Und schafft natürlich auch entsprechend Befahrbarkeit im Frühjahr, im Herbst. Wir haben am Ende immer feuchtere Bedingungen. Nach hinten raus müssen wir noch einmal mit Pflanzenschutz eventuell im Frühjahr. Vielleicht doch früher ein bisschen mit Dünger. Ihr habt es dieses Jahr bei mir gesehen. Ich bin dieses Jahr mit Zwillingsbereifung in der ersten Gabe gefahren, um keine Flächen zu schädigen. Und
Mit diesem Verfahren ist die Befahrbarkeit einfach früher da. Das haben wir jetzt auch beim Strip-Till-Verfahren bei uns im Mais festgestellt. Die Flächen waren deutlich befahrbarer. Wir haben Niederschlag gekriegt. Das war ganz schnell weg in der Fläche. Ist schon ein Vorteil. Genau, die Infiltrationsleistung ist halt über den Schar oder beziehungsweise über die Lockerung in dem Bereich sehr gut gegeben, weil das Wasser halt reingeht und sich über die Wurzelkanäle rechts und links gut verteilen kann. Ja. Genau, über Zugleistung und so, das sprechen wir nachher nochmal drüber. Ich sage erstmal Dankeschön und dann gucken wir, was wir euch nachher noch zeigen. Bis dann. So, da sind wir wieder in der Kabine jetzt angekommen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Bahnen gedreht. Ich werde jetzt hier die Wintergerste noch drillen. Das ist eine spätsaatverträgliche Hybride. 350 Körner auf dem Quadratmeter und 107 Kilo. Wir gucken uns das Ganze mal hier an, wie das Ganze aussieht. Das ist im Prinzip die Bedienung von der Clayton. Ist alles über Isobus sozusagen eingebunden. Wir haben jetzt hier drei entsprechende Saattanks, wo man hier entsprechend die Mengen eingibt. Dass man sieht, dass sie ein- oder ausgeschaltet sind. Also man könnte auch Teile aus- und einschalten. Hier der kleine Dosierer, meinetwegen, man macht nur Schneckenkorn außenrum, kann man es ein- und ausschalten. Man kann das natürlich auch automatisch alles über Section Control machen lassen. Hier haben wir die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, ich fahre jetzt 10 km/h. Da ist die Gebläsedrehzahl. Das waren, glaube ich, die bereits gedrillten Kilos und das sind die Hektar, die wir bis jetzt gemacht haben. Wenn ich jetzt hier die Prozente anpassen wollte, muss ich da bloß raufdrücken, dann ist das markiert, dann kann ich hier mehr oder weniger drücken. Hier geht es dann auf die zweite Seite, hier kann ich halt entsprechend die Arbeitsbeleuchtung oder die Blinklichter anmachen. Dritte Seite sehen wir jetzt hier gesamt, so viele Kilos haben wir jetzt gedrillt. Ich glaube Saat, ach genau, und das ist der Dünger, genau. Saat und Dünger sehen wir sozusagen. Dann haben wir hier die Seerohrüberwachung. Ja, die gehen jetzt alle weg, weil die haben wir ja gar nicht. Hier entsprechend sehen wir, wo Saat rauskommt und wo nicht. Genau, hier habe ich dann nochmal einzelne Einstellungen und Parameter. Den Kalibrierfaktor, der wird hier eingestellt. So. Und das war es im Prinzip sehr, sehr schlicht gehalten, was ich persönlich sehr geil empfand. Und das gucken wir uns sicherlich morgen nochmal an. Wenn wir jetzt abdrehen wollen, dann braucht man bloß untergehen, die Abdrehtaste drücken, das Auffangen, Wiegen und wenn wir die Abdrehtaste gedrückt haben, erscheint hier ein Feld von dem entsprechenden Verteiler und wir geben nur noch die Kilos ein. Das heißt, wir müssen hier nicht im Vorfeld draufgehen und sagen, wir möchten jetzt abdrehen, vordosieren, da, sondern wir gehen einfach raus, Schale unter, auf Abdrehen tippen. Und ab geht die Fahrt. Also das ist auch ein Punkt, wir werden morgen nochmal Weizen abdrehen. Das gucken wir uns da nochmal genau an. Das ist etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, muss ich sagen. Das ist wirklich super gelöst. Im Gesamten, muss ich sagen, finde ich die Bedienung dieser Drillmaschine sehr intuitiv. Also das meiste bedient sich wirklich, also beziehungsweise ist wirklich selbsterklärend. Ist auch schön gebaut mit der Wendigkeit. Ich weiß aber auch gar nicht, weil wir jetzt relativ da dicht rangekommen sind, ob wir genügend Platz hätten, um auch mit Zwillingsbereifung hier zu fahren. Muss ich ehrlich sagen, das kann ich auch gar nicht sagen. Wir sind da eben sehr dicht rangekommen, aber vielleicht täuscht das auch ein bisschen. Das lässt sich bis jetzt sehr einfach ziehen, das Gerät. Muss sagen, wir haben hier 6 Meter. Der macht das hier wirklich solide. Ich meine, der hat einen Haufen an PS und an Leistung. Ihr seht es selber. 1400 Umdrehungen macht er ganz entspannt. Wir werden hier auf jeden Fall noch den 39 vorpacken, um zu sehen, okay, sie sagen selber, 300 PS ist der Kraftbedarf für eine 3 Meter. Und die Jungs sagen auch, auf unserem sandigen Boden sollte das ohne Probleme gehen. Und das gucken wir uns natürlich an, ob das wirklich auch so passt. Es sieht natürlich jetzt wirklich aus wie bearbeitet, wie nach einem Stoppelsturz. Das ist Fakt, das sieht wirklich so aus. Wenn man aber genauer hinguckt, ist es nicht so. Aber wir haben natürlich jetzt trotzdem Problematik. Oder vielleicht auch nicht, das muss man vielleicht sehen. Wie sieht es aus mit viel Niederschlag? Sind wir erosionsgefährdet? Bei Wind sind wir winderosionsgefährdet. Also der Boden da drauf ist ja, wird jetzt trotzdem sehr fein. Das ist wirklich so der Punkt. Wir werden das morgen, das ist glaube ich nachher das nächste Video, da sehen wir uns genau im Vergleich. Da gucken wir uns an Direktsaat Primera, da gucken wir uns dann eben die Tigerdrill an und Strip-Till-Saat von der Clayton blockweise. Und ihr wisst das, das Ganze verfolgen wir wieder
über die AKF das ganze Jahr und kommen natürlich auch bis zur Reife, diesmal in den Bestand bei Mais. Und Striptill war es natürlich ein bisschen schwieriger. Zum Trecker kommen wir später im Verlauf, vielleicht sogar im eigenen Video. Jetzt konzentrieren wir uns nur auf die Drillmaschine. Den Dieselverbrauch kann ich euch bis jetzt noch nicht sagen, weil ich muss erstmal hier die Einstellung vom Trecker gucken, dass er das vernünftig aufzeichnet und vernünftig abarbeitet und dann kriegen wir das Ganze auch hin. Bis jetzt haben wir einen Verbrauch von, ich glaube, vorhin hatten wir 20 Liter in der Stunde. Wir haben aber auch viel eingestellt. Ja, jetzt geht's hoch. Jetzt sind wir bei 30 Liter in der Stunde. Da unten. Ja, das blendet ganz schön das Glasdisplay. Aber da 30 Liter in der Stunde, 28, das wird noch ein bisschen hochgehen. Können wir natürlich auch morgen uns genau angucken, wie das Ganze aussieht. Was natürlich eine super Sache ist, ist wirklich der Unterfußdünger. Wir haben jetzt eine Tonne noch, das habe ich übrig behalten von der Einzelkorn im Raps. Und wir haben jetzt so viel, dass wir ungefähr die Hälfte der Fläche mit Unterfuß haben und die andere Hälfte der Fläche nicht mehr. Das ist ein interessanter Punkt, wo wir jetzt sagen, Kieserit, also Schwefel und Magnesium, inwieweit können wir auch noch die Herbstentwicklung positiv beeinflussen? Stickstoff können wir nicht mehr, dürfen wir nicht mehr. Wir dürfen zwar noch in der Gerste, aber dann nur bis, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube 15. September. Danach nicht mehr, wir sind jetzt 15. Oktober. Es ist tabu. Vielleicht auch 30. September, ich müsste selber nachgucken. Nagelt mich nicht drauf fest, guckt am liebsten selber nochmal nach. Das ist der Punkt, wir dürfen nichts mehr. Wir dürfen hier keinen Stickstoff mehr reinfahren, deswegen als Unterfuß jetzt auch nicht möglich. Wir können halt entsprechend im Frühjahr, könnten wir halt einen Hafer noch ein bisschen was reinnehmen, NPK, einen Schwefelsauren. Wir haben so viele Möglichkeiten. Eins der Punkte, was der Kollege noch meinte, und da habe ich selber noch gar nicht von gehört, ist letztendlich Kalkstickstoff mit ins Saatband, was so eine leicht Antikeimwirkung hat. Also nur 15 Kilo meinte er, also normalerweise macht man 100, 150 Kilo. Kalkstickstoff ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge und das wirkt natürlich sehr positiv gegen Drahtwurm, gegen bodenbürtige Krankheiten. Das hat wirklich eine sehr gute pathogene Wirkung und das auf Gebieten kann das teilweise interessant sein. Da gebe ich dem schon recht, dem Kollegen. Er hat gesagt, bei Kohlhernie kann das sehr positiv sein. Bodenbürtigen Krankheiten kann das sehr positiv sein. Ist wirklich etwas, was man in Zukunft, wenn nach wie vor weiter Beizen weggehen, wenn vielleicht auch nach wie vor weiter Pflanzenschutzmittel weggehen, ein sehr interessanter Punkt. Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Was natürlich auch ist, wir haben noch einen Stickstoffanteil, aber wie hoch ist der? Moment, ich muss mal kurz gucken. Also, wir haben 19,8% Stickstoff drin bei 15 Kilo, roundabout 3 Kilo Stickstoff auf dem Hektar. Man darf eigentlich auch im Herbst keine stickstoffhaltigen Dünger mehr ausbringen. 3 Kilo auf dem Hektar sehe ich aber fast nicht mehr. Ja, ist die Frage. Ist das nennenswert? Ist es nicht nennenswert? Gehört es denn fast schon in den Mikrobereich? Also 3 Kilo auf dem Hektar ist ja unfassbar wenig. Das muss man natürlich prüfen und gegebenenfalls beantragen, ob das eine Ausnahmegenehmigung bedarf. Bei 15 Kilo auf dem Hektar, bei 3 Kilo Stickstoff auf dem Hektar ist nahezu ja nichts. Aber wenn man dadurch dann letztendlich Pflanzenschutz eventuell einsparen könnte oder deutlich verbessern könnte, ist natürlich etwas, was man auch beobachten muss. Mir war es bis jetzt noch gar nicht bekannt. Eins der Punkte, was wir uns gleich angucken, war das Stück, das Spritzfenster im Mais mit den Sonnenblumen. Ich habe das zwar weggehäckselt, wir finden aber noch ein bisschen was. Da gab es auch noch einen Clip von, aber ich weiß nicht, ob man da so viel sieht, wie wir es weggehäckselt haben. Schade, hier wäre mein Dingsversuch gewesen. Jetzt ist er weg, mein Spritzfenster, Leute. Seht ihr das, was er hier vor euch angelegt hat für eine AKF? Scheiße, ich hätte gewusst, dass hier welche hochgefahren Auftrag. Wir gucken uns das gleich hier vorne mal einmal an. Wir gehen da einmal gleich raus. Da kommt das, was ihr natürlich seht. Wir haben auch Unkrautdruck jetzt nach dem Mais. Da ist jetzt die Vogelmiere gekommen wie wild. So, wir heben erstmal einmal kurz aus. Und dann gucken wir uns das einmal draußen an. So.
So sieht das Ganze hier aus jetzt. Das war dieses Spritzfenster, ihr erinnert euch, im Frühjahr. Und vielleicht finden wir noch eine umgefahrene Maispflanze. Also hier tatsächlich, da ist eine. So groß waren die ungefähr, so ein kleiner Kolben. Hier auch nochmal. Und ihr seht selber an den Stielen, Leute, das war der Stiel einer Maispflanze. Und so sieht er normal, sah der normalerweise aus, ne? Das soll euch natürlich zeigen, wie extrem sensibel hier der Mais unter Kräuterdruck leidet. Hier sind die Sonnenblumen, die sind tatsächlich noch besser durchgekommen, aber es war hier tatsächlich im Prinzip eigentlich nur eine verkrautete Fläche, die gar keinen Ertrag mehr gebracht hat. Ja, hier seht ihr es selber. So sah es aus. Aber das ist tatsächlich noch ein bisschen eine Randpflanze, aber kein Vergleich das zu das dahinter oder letztendlich dem hier. Ja, was habe ich im Anschluss hier vor? Eigentlich wollte ich jetzt hier noch mit einer Walze rüber und das Ganze anwalzen. Vielleicht auch mal ein, zwei Bahnen nicht walzen. Einfach um zu sehen, muss man walzen oder muss ich mit meinen Böden nicht walzen. Weil die Saatgutbedeckung ist Bombe, man findet hier nichts obendrauf. Gar nichts. Und man sieht eigentlich auch, wenn man jetzt die Mais reinguckt, wie wenig Bodenbewegung wir machen, wie viel eigentlich von den Maisreihen da noch stehen bleibt. Das ist Fakt. Und ihr seht ja, ist ja alles schön aufgefasert. Da, da. Und wir wollen natürlich, wenn wir jetzt hinterher mit der Walze rübergehen, die gibt den Stängel natürlich auch noch gut einen mit weg. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Genau, so sieht das im Endeffekt hier aus. Und dann fahre ich noch mal wieder ein paar Bahnen. Und Drohnenaufnahmen muss ich euch, glaube ich, mal früh reinschmeißen. Ich habe heute meine ganzen Drohnenakkus verbraucht, indem ich euch beim Silo-Abdecken das Ganze gefilmt habe. Alles klar, soweit ich erstmal nichts mehr weiß, fahre ich mal ein paar Bahnen hier. So, ich habe jetzt gut 12 Hektar gemacht. Mache jetzt erstmal fix eine Kontrolle. Wirklich schön gemacht. Ist ja, hier finde ich der Aufgang. Und hier oben das Endstück klappt mit aus und mit ein. Hier hinten. So, dann mal gucken, ne, wie das hier funktioniert. Zwei Tanks sind auf jeden Fall gut groß. Okay, da haben wir noch Dünger drin. Das müsste passen. Ich würde sagen, die Gerste passt auch noch. Da müsste noch ein Big Bag drin sein. Also ungefähr noch 10 Hektar da. Und hier würde ich sagen, noch 4-5 Hektar müsste eigentlich aufgehen. Also wirklich ein schön großer Tank, vor allem wenn man bedenkt, dass man für Weizen den als einen Tank fahren kann. Das ist natürlich gigantisch, ne? Da passen, keine Ahnung, 4 Tonnen Weizen rein. Kann man schon mal 40 Hektar, 50 Hektar mit drillen. Schön gemacht. Gut, ich fahre mal weiter. Ein paar Bahnen. Schönen guten Morgen. Wir haben kurz nach 6. Ich bin heute früh losgefahren, um auch mal die Beleuchtung zu testen von dem Ganzen. Und nebenbei muss ich mich auch ein bisschen beeilen. Um 9 Uhr will heute die Primera kommen und da wollen wir diesen Versuch machen. Und da wollte ich eigentlich mit auf dem Acker sein mit diesem Gerät, dass wir halt einen vernünftigen Streifenversuch angelegt kriegen. Ich muss den Jungs ja eigentlich auch noch die Spur zur Verfügung stehen von dem Feld, also dass wir auch alle dieselbe Parallele fahren. Es hat jetzt ein bisschen geregnet heute Nacht, die ganze Zeit so ein bisschen Sprüh- und Nieselregen. Man merkt aber, also gefühlt ist das auch eins der Vorteile. Also das System hat viele Vorteile. Aber eines der Vorteile dieses Systems ist halt, zum Beispiel auf meinen Böden oder beziehungsweise generell, kannst du auch bei leicht feuchten Bedingungen arbeiten. Warum ist das so? Zum einen haben wir keine gelockerte Oberfläche jetzt. Also wir haben ja hier im Prinzip keinen Stoppelsturz gemacht. Oh Moment, ich muss hier einmal bei der Lenkung. Aber das zeige ich euch. Wo war das? Das zeige ich euch in dem Video vom Terratrack, was ich hier eingestellt habe. Wo war das? Da, Lenkung. Ach, da unten. Und zwar die Lenkhilfe einschalten, damit das Terratrack mit lenkt. Und wir haben hier keine. Guck mal, wo die nächste Linie ist. Wir haben hier keine
gelockerte Oberfläche. Demzufolge, wenn es regnet, sickert das Wasser gleich schneller ein. Und dadurch, wenn wir drüber fahren, haben wir jetzt auch keine Verformung des Bodens. Versteht ihr? Weil das Wasser geht schnell weg, es ist nicht gelockert und im Prinzip gibt es immer nur da Probleme, wenn es gelockert ist und wenn es feucht ist. Und der nächste Punkt ist, es ist teilweise ein Nachteil, dass es hinterher nicht rückverfestigt wird, aber dort ist es jetzt wieder ein Vorteil. Weil wenn wir jetzt leicht feuchten Boden haben, der lässt sich gut zusammenbatschen, zusammendrücken und das haben wir hier nicht. Warum? Weil wir den bearbeiten, aber nicht rückverfestigen und dann bleibt er im Prinzip relativ locker drauf liegen. Das heißt, durch weiteren Regen wird er dann ganz normal wieder gesetzt oder wenn die Bedingungen besser sind, wenn es abgetrocknet ist, das Anwalzen, festigt das Ganze wieder. Es ist ein Vorteil von diesem System, definitiv. Gerade im Herbst, jetzt zum Beispiel, wo es so alle 2-3 Tage immer wieder regnet, kann das schon wirklich ein Vorteil sein. Zum anderen, ich habe jetzt 15 Hektar hier weggemacht. Das muss man, genau, 15 Hektar. Gestern 2 Big Bags gehabt. Und das ging aufs Kilo auf, Leute. Also das, was da am Ende am Kilo stand, ich glaube, 1614. Und ich glaube, 2 Big Bags waren 1620 oder so. Also die Genauigkeit enorm. Und beim Dünger genauso. Da steht drauf 993 Kilo. Und da ist auch noch ganz bisschen Dünger in den Ecken, sodass das auch passen könnte. Ich bin gespannt, wenn wir hier den 39 vorhängen, ob der das auch schafft, weil ist teilweise ein bisschen schwierig, so im Wasserlöchern, wenn sich so die Anzahl der Fahrspuren so ein bisschen häuft, zieht sich das Ganze schon ein bisschen schwerer. Da müssen wir noch festhalten, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwie von Bodenverdichtung rede, Bodenverdichtung, die wir lösen wollen oder so. Dann sind das im Prinzip Bodenverdichtungen, über die ich spreche, die eine Auswirkung auf den Ertrag haben. 5%, 10% weniger Ertrag, aber dort können Pflanzen trotzdem relativ gut wachsen. Es hat aber eine Auswirkung auf den Ertrag. Und es sind halt also nicht relativ schadhafte Bodenverdichtungen, so wie man das kennt, wo teilweise dann gar nichts mehr wächst oder so, ne? Oder nur noch ganz, ganz spärlich. Von sowas rede ich nicht. Also ich meine tatsächlich, wenn ich von Bodenverdichtung rede, hier bei unseren Verhältnissen über Zonen, die ertragsrelevant sind, aber mehr auch nicht. Gut. Weiter geht's.